Ja, super. Ist natürlich grandios. Insbesondere die Goldmedaille im Biathlon war sicher nicht zu erwarten und macht mich wahnsinnig stolz. Also das Goldrennen, das war praktisch so, das ist so ein Tag, da funzt einfach alles. Ne? Also ich habe gar nicht, weder mit Stress geschossen, noch mit Stress gelaufen. Also ich bin jetzt nicht wie wahnsinnig losgeplatzt und komme ich da jetzt mit, sondern habe es einfach auf mich zukommen lassen. Hatte mir schon was vorgenommen, am Schießstand sauber, aber schnell zu arbeiten. Jetzt waren es auch noch sehr schwierige Bedingungen, sehr starke Böen. Allerdings Böen haben den Vorteil, dass sie auch aufhören. Und dann musste ich schon warten, aber wenn eben einigermaßen beherrschbare Bedingungen waren, habe ich dann doch relativ schnell durchgeschossen. Oder sehr für meine Verhältnisse wirklich schnell und präzise. Und da war ich schon super zufrieden. Und dann plötzlich war ich auf 1 und plötzlich war ich sogar sicher auf 1. Und dann geht es sich einfach so von alleine aus. Man muss nur noch zu Ende laufen. Das ist natürlich erhebend. Und wenn man schon beim Einlauf weiß, du kannst nur gewonnen haben, weil du hattest in der letzten Zwischenzeit über eine Minute Vorsprung. Das ist super toll. Also das ist auch was, was einem nicht oft passiert und eher selten und einmalig ist. Und das Sprintrennen heute, das war natürlich ganz anders, weil die Bedingungen immer weiter sich verschlechtert haben und generell nicht besonders gut waren. Und und da hatte ich eigentlich schon nach dem Halbfinale, was nicht so gut lief, gedacht, wird halt eng mit einer Medaille und Farbe können wir schon mal gar nicht festlegen. Und da bin ich sehr, sehr stolz, dass ich war die einzige Hörbehinderte, die ins Finale geschafft hat und dann auch noch dagegen halten konnte. Also war sicherlich, auch wenn es nicht Gold war, sondern Silber, ein sehr, sehr, sehr gutes Rennen. Oh, kann ja noch eine Medaille kommen. Also ich würde auf jeden Fall versuchen, nochmal die letzten Rennen auch mein Bestes zu geben und zu schauen, also zu zeigen, was habe ich trainiert und was kann ich. Und wenn hoffentlich die Bedingungen sich nochmal ein bisschen zum Besseren wenden, also ein bisschen winterlicher werden, sagen wir es mal so, dann ist bestimmt noch die eine oder andere Überraschung drin.